Konfetti! Es ist mal wieder Freitag und somit Zeit für eShop, Nintendo Switch, Angebote. Andersrum, ist egal. Auf jeden Fall für günstige Spiele. Und heute habe ich für jedes Genre, jeden Genre-Fans etwas dabei. Und es sind sogar einige Spiele dabei, die definitiv bei mir auf der Switch landen werden. Auch wenn ich dieses Jahr ein bisschen mehr spielen muss wie letztes Jahr. Sonst wird das ein bisschen eng mit den ganzen Spielen. Und wenn ihr Angebote sucht, wie gesagt, schaut einfach mal vorbei. Und wenn ihr noch Angebote habt, schreibt es bitte gerne unten in die Kommentare. Es sind ja immer so viele, da kann man natürlich nicht alle vorstellen. Wenn ihr eher auf der Suche nach physischen Spielen seid, dann könnt ihr mal bei meinem Partner Retro Place vorbeischauen. Ist ja der Marktplatz für Videospiele, über 25.000 Angebote und da könnt ihr nicht nur Videospiele kaufen, sondern auch verkaufen und eine digitale Videospiele-Sammlung anlegen, was ich sehr, sehr cool finde. Natürlich mit einem kostenlosen Account, Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und ich würde jetzt sagen, wir starten rein mit dem ersten Game. Direkt mal was für unsere Rennfreunde im Angebot und das Angebot kann sich sehen lassen, denn jedenfalls, wenn man es preislich sieht. Denn mit World Rally Championship 9 ist für 4,99 € eine nette Offroad-Simulation im Angebot. Ich bin nicht in diesem Genre zu Hause, habe mir aber mal sagen lassen, dass es eine sehr umfassende Rallye-Simulation ist und man hier tausende Möglichkeiten hat. Neben den offiziellen Rennstrecken, zum Beispiel in Kenia, Japan oder auch Neuseeland, können wir unsere eigene Karriere starten. Oder ihr wollt ein eigenes Clubsystem erschaffen und eine eigene Meisterschaft erstellen, auch das ist kein Problem. Natürlich können wir neben unserer Karriere auch noch die Kontrolle über die offiziellen Fahrer der WRC nehmen. Also alle, die Benzin im Blut haben, ab in den eShop und gönnt euch noch bis zum 31. Januar. Ein echtes Detektiv-Bundle erhalten wir mit Sherlock Holmes, Crimes and Punishment und The Devil's Daughters Bundle. Wir dürfen bei den cleversten Detektiven des Planeten spielen, der natürlich wieder seinen treu-doofen Kumpel Watson zur Seite hat. Wir gehen mit den beiden auf Spuren suchen und versuchen durch Hinweise die einzelnen Fälle zu lösen. Dabei besuchen wir diverse Schauplätze und versuchen eben die Dinge zu kombinieren. Unterstützung erhalten wir durch unseren super-duper Detektivblick, der uns in manchen Situationen nicht nur auf Hinweise aufmerksam macht, sondern uns auch den Allerwertesten rettet. Bei The Devil's Daughter geht es dann auch etwas actionreicher zur Sache und es gibt sogenannte Quick-Time-Events. Haben wir alle Hinweise zusammen, können wir den Täter entlarven. In den beiden Versionen haben wir unterschiedliche Fälle zu lösen. In Crimes and Punishments warten 6 Fälle auf uns und in The Devil's Daughters 5. Preis derzeit 19,99 € statt 49,99 € und das noch bis zum 16. Februar. Das nächste Spiel kommt vom Publisher Elada Games und ist ein 2D-Action-Plattformer namens Niflheim. In der Spielbeschreibung steht, dein Avatar ist ein tapferer Krieger, der im Kampf gefallen ist. Doch statt des Friedens in Asgard ist seine Seele in den rauen Wald von Niflheim gefangen. Überlebe in dieser feindlichen Welt, durchsuche die Nachbarländer, erkunde gefährliche Dungeons und finde den Weg nach Valhalla. Neben den typischen Kämpfen können wir in Niflheim auch noch sammeln und Ausrüstung craften sowie Essen kochen, damit unser gefallener Krieger noch was stärker wird. Die Main-Story dauert laut How Long To Beat ca. 12 Stunden und erfährt momentan einen Rabatt von 80% und kostet somit nur 3,99 € statt 19,99 €. Angebot läuft noch bis zum 29. Januar. Nachdem hier im Video schon etwas für unsere Rallye-Fans auf vier Reifen war, habe ich auch noch was für unsere Fans vom Motocross-Sport. Dem MXGP3, The Official Motocross Videogame, was für ein Name, ist auch reduziert. Wir können auf 18 offiziellen Strecken mit allen Fahrern und Motorrädern der MXGP und MX2-Saison fahren, was auch immer das heißt. Damit nicht genug, in MXGP 3 können wir auch noch Komponenten vom Motorrad anpassen und auch den Fahrer individuell gestalten. Natürlich können wir auch auf den Strecken atemberaubende Stunts hinlegen und die Konkurrenz so neidisch hinter uns lassen, wenn unser Skill-Level hoch genug ist. Nichts für mich tatsächlich, da rolle ich doch lieber vom Bürostuhl von links nach rechts, aber vielleicht für einen von euch etwas. MXGP, The Official Motocross Videogame, ist noch bis zum 2. Februar für 1,99 € im Angebot. Und direkt noch ein hinterher für euch Zweiradfans mit Motor und zwar die realistische Motorradsimulation MotoGP 20, wo wir die Saison mit echten Fahrern aus dem Jahre 2020 nachspielen können. Hier können wir im Saisonmodus eine ganze Rennsaison nachzocken und so unsere Karriere richtig in Fahrt bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir können Techniker, Manager und weitere Teammitglieder einstellen. Auch die Modifikationen am Bike sind schier unendlich und sehr realitätsnah. Wer also auf der Suche nach einem sehr realistischen Motorradspiel ist und dafür nicht Unmengen an Geld ausgeben möchte, der ist sicherlich mit MotoGP 20 gut bedient. Preis aktuell 2,99 € und das Angebot gilt noch bis zum 2. Februar.
Wer mal von Farben und Projektilen so richtig schön vollgeballert werden will und auch für ständige Perspektivwechsel etwas hat, der kann sich ja mal das japanische Shoot'em Up Astebreed anschauen. Oder wie man immer das auch ausspricht. Wir steuern einen Kampfroboter, der seinen Gegner mit Projektilen oder auch mal mit seinem Schwert in Stücke zerfetzt. Und das in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Bei den einzelnen Leveln kann sich dabei auch schon mal die Perspektive ändern. Mal startet man von links nach rechts, dann mal von hinten oder auch aus der Vogelperspektive. Das verleiht Astebreed eine entsprechende Dynamik. Grafisch macht es auch einiges her, muss ich sagen, und so einen Rail-Shooter für zwischendurch finde ich grundsätzlich nicht schlecht. Ich könnte daher sehr gut vorstellen, dass das Game bei mir auf der Konsole landet. Wer es mir gleich tun will, der kann das Angebot ja auch noch nutzen, denn das läuft auch bis zum 1. Februar und kostet derzeit nur 2,31 Euro. Das nächste Spiel habe ich mir damals schon im Angebot gekauft und ich muss sagen, es hat mir wohl mehr gefallen, als ich anfangs vermutet hatte. Schon einmal von weg, es ist ein sehr entspanntes Game. Und zwar geht es um Echo, wo wir einen Jungen spielen, der ein Ei herumträgt. Ja, ich weiß, hört sich jetzt nicht so spannend an, aber tatsächlich hat mich die Geschichte und das ganze Rätsel irgendwie in seinen Bann gezogen. Die englische Erzählerstimme, die wirklich göttlich ist, trägt einen durch das Spiel. Die Rätsel sind dabei nicht wirklich komplex und für Hardcore-Point-and-Click-Adventure-Fans ist kein Rätsel eine wirkliche Herausforderung. Und auch die Spielzeit mit 3 Stunden ist nicht wirklich lange. Dafür hat mir das ganze Setup und so wirklich gut gefallen. Eigentlich verrückt. Wer auch ein kurzweiliges Spiel sucht, kann sich ja mal Echo anschauen. Bis zum 12.02. kostet es nur 99 Cent. Mit Mana Spark in der Complete Edition ist ein Roguelike Action RPG im eShop im Angebot, in welchem wir Roguelike durch Dungeons uns prügeln auf der Suche nach Gold und Runen. Mit dem Gold kaufen wir uns Upgrades und mit den Runen können wir unser Camp ausbauen. Somit gelangen neue Menschen in unser Camp, die uns dann dabei helfen, uns perfekt auf das nächste Dungeon vorbereiten zu können. Gehen wir in einem Dungeon drauf, dann ist eben auch alles weg, außer wir haben es vorher in unsere Runen vorher in die Kisten gepackt, die wir aber erst einmal finden müssen. Mit Mana Spark in der Complete Edition haben wir bis zu 15 Stunden Spielspaß und das Game kostet gerade mal 1,19 Euro und ist sicherlich einen Blick wert für Freunde dieses Genre. Das nächste Spiel kennen sicherlich viele, denn es ist mit eines der bekanntesten Kartenspiele auf diesem Planeten und eins der Lieblingsspiele meiner Kinder in der echten Kartenversion. Die Rede ist von UNO, was man momentan auch kostenlos spielen kann, wenn man die Online-Mitgliedschaft hat. Wer jetzt aber auch ein Spiel für unterwegs sucht und das elegant auf seiner Switch mit sich führen möchte, der kann jetzt bei diesem Angebot ja zuschlagen. Denn UNO ist derzeit im eShop logischerweise auch im Angebot, sonst wäre es ja hier nicht im Video. Und wir zahlen noch bis zum 2. Februar nur 3,99 Euro statt 9,99 Euro. Für unterwegs vielleicht gar nicht so ein schlechter Deal. Genetic Disaster ist ein Action-Multiplayer-Shooter, wo wir auf 4 Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten darauf zurückgreifen können. Wir erhalten dazu 12 in Echtzeit generierte Level, was für einen hohen Wiederspielwert sorgen soll. Ich finde den Grafikstil ganz schick und ich habe gelesen, dass es sich hierbei um ein handgemalte Grafiken handelt. Natürlich dürfen wir in einem Shooter auch die Waffen nicht fehlen und hier bekommen wir einiges an Auswahl, ganze 75 Stück warten auf uns. Nebenbei können wir auch noch unsere Helden aufrüsten. Story ist hier wohl Fehlanzeige. Wir müssen aus einer Villa raus. Warum? Keine Ahnung. Es gibt auch einen separaten PvP-Modus für 2 bis 4 Spieler. Dies ist ein PvP auf etwas eine andere Art und Weise, denn hier sind die Waffen Stühle, explodierende Fässer und noch ein paar lustige Dinge. Genetic Disaster steht noch bis zum 29. Januar im Angebot und das für 1,49 Euro. Natürlich darf auch ein weiterer Roguelike hier nicht fehlen und hier habe ich wirklich ein kleines Highlight für euch. Jedenfalls, wenn ihr auf solche Art von Games steht. Im Grunde spielen wir den Tod und der möchte in seiner Firma mal aufräumen und seine Mitarbeiter motivieren. Mit dabei natürlich unsere Sense und wir können noch weitere Gadgets in den diversen Leveln finden und dann ausrüsten. So stehen uns dann neben Sense zum Beispiel auch noch Feuerball und Co. zur Verfügung. Dann gibt es auch noch Power-Ups, die unsere Lebens- bzw. Mana-Leiste aufwerten. Ich muss sagen, Have a Nice Death ist ein Mega-Game und optisch kann das auch für einiges. Für alle Roguelike-Fans, Achtung, hier entsteht Suchtgefahr. So ähnlich ging es mir damals auch mit Hades. Der Preisdrop ist jetzt nicht so gigantisch, aber auch die aktuellen 19,99 € sind es absolut wert in meinen Augen. Angebot gilt noch bis zum 21. März. Und noch eine kleine Indie-Perle. In Down in Bermuda sitzt aufgrund eines ungewöhnlich heftigen Sturms ein Pilot für Jahrzehnte im berühmten, berüchtigten Bermuda-Dreieck fest.
Wir müssen Kreaturen der Tiefe überwältigen und die Geheimnisse der Insel aufdecken, um so unseren Weg zurück nach Hause zu finden. Down in Bermuda ist ein schrulliges Abenteuer voller Rätsel, die es zu lösen und Geheimnisse, die es aufzudecken gibt. Unser abenteuerlicher Pilot Milton findet sich in der Zeitblase im Bermuda-Dreieck gefangen wieder. Nun liegt es an uns, ihm bei seiner Flucht eben zu helfen. Wir müssen Codes entschlüsseln, Rätsel lösen und magische Kugeln sammeln, um von den 6 einzigartigen Inseln zu entkommen. Jeder dieser Inseln bringt uns ein Stück näher wieder an die Heimat. Down in Bermuda ist noch bis zum 23. Januar für einen schlappen Euro im Angebot. Ihr müsstet also ein Ticken schneller sein. Ja, ich spiele noch ein bisschen Have a Nice Death weiter. Ihr könnt euch in der Zeit mal dieses Video noch anschauen und dann sehen wir uns am Montag bei den Nintendo News.